Das war auf dem Kiez, 96 muss es gewesen sein. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt, dass er der Allerderbste ist. Und habe ihm ein Demo-Tape von Dynamite Deluxe gegeben. Und er meinte, ja, geil. Und dann war er wieder weg. Ich habe gemerkt, der Mann ist sehr speziell und so. Ne? Und so wurden wir gute Fighter im Ring. Ne? Sensibel, aber manchmal auch ein bisschen härter und so weiter. Ne? Doch überall bin ich ein bisschen traurig. Und wenn ja, dann übe ich ja noch ein bisschen. Ne? Ja. Irgendwann auch naheliegend Reeperbahn über die derbste Straße und so, diesen Song. Und sagt Jan, ey, mal andere Groove und so mal antesten und so, ne? Geil gemacht, Alter. Mein Geheimrat, mein Geheimrat. Mein Geheimrat. Clubs, ne? Oder gab's jedenfalls? Tolle Blumen. Kaffeekäse, ne? Mal ein Tango tanzen und so, ne? Und gedacht, wenn aus uns nichts wird, weil wir haben ja nichts gelernt, wir kamen hier an, also kleine Jungs und so, ne? Ja? Dann wären wir am besten doch irgendwie Erbschlag hier im Kaffeekäse und so. Ja. Ne? Na und dann, okay. Die Panikband mehr und mehr fanden man sich denn hier so zusammen und zog die Clubs und gab es einen Starclub noch einen Top Ten und schrieb die Texte. Viele Texte sind hier entstanden, hier unten auch im Boxring. Yeah. Ich stehe cool in Venezia mit einem Drink in Harris Bar. Trotzdem wieder so traurig. Und hier kannst du prima auch mal dann tagelang auch hier rummachen und so, ne? Und Kiez, gucke mit der Band, irgendwann auch in den Badewannen gelegen und den neuen Stars, ne? Eine Feuerschluckerin, ja, eine Schlangenbeschwörerin, also viele Talente hier auch entdeckt und so, ne? So wie wir uns auch entdeckt haben hier. Stimmt. Das war auf dem Kiez, 96 muss es gewesen sein. Genau. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt, dass er der Allerderbste ist. Und habe ihm ein Demo-Tape von Dynamite Deluxe gegeben. Und er meinte, ja, geil. Und dann war er wieder weg. Ich habe gemerkt, der Mann ist sehr speziell und so. Ne? Und so wurden wir gute Fighter im Ring. Ne? Sensibel, aber manchmal auch ein bisschen härter und so weiter. Ne? Und wenn ja, dann übe ich ja noch ein bisschen. Ne? Ja. Und so haben wir dann irgendwann auch naheliegend Reeperbahn über die derbste Straße und so diesen Song. Und sagt Jan, ey, mal andere Groove und so mal antesten und so, ne, ja. Und geil gemacht, Alter. Mein Geheimrat, mein Geheimrat. Mein Geheimrat. Mein Bruder und Geheimrat.
Ja, hier geile Clubs, ne? Oder gab's jedenfalls. Tolle Blumen. Kaffeekäse, ne? Mal ein Tango tanzen und so, ne? Und gedacht, wenn aus uns nichts wird, weil wir haben ja nichts gelernt, wir kamen hier an, also kleine Jungs und so, ne? Ja? Dann werden wir am besten noch irgendwie Erbschlag hier im Kaffeekäse und so. Ja. Ne? Na und dann, okay, die Panikband mehr und mehr. Fand man sich denn hier so zusammen, also jetzt ganz früher mal und so, ne? Ja, und zog die Clubs und gab im Stahlclub noch einen Top Ten und schrieb die Texte. Viele Texte sind hier entstanden, hier unten auch im Boxring. Ja, denn hier kannst du prima auch mal dann tagelang auch hier rummachen und so, ne? Und Kiez dann gucke mit der Band irgendwann auch in den Badewannen gelegen und den neuen Stars, ne? Eine Feuerschluckerin, ja, eine Schlangenbeschwörerin, also viele Talente hier auch entdeckt und so, ne? So wie wir uns auch entdeckt haben hier. Stimmt. So ein super Team, ne? Talang, Talang, Talang.